King of Retail. Es ist die Folge 2. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, findet ihr sie in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, und da sind wir jetzt auch wieder drinnen. Wir haben eine ungelesene Mail, interessant. Start noch ein. Wir hier bei City News informieren Sie freundlicherweise über das Tronic Entertainment Expo E3. Zwar, wir vermuten, dass das E3-Segment in der Stelle in der 3 Tage in deinem Moment zu nutzen und diesem Gelegenheit zu investieren. Was? Daten werden geladen. Ui. Achso, das ist so ein Überblick, das ist der andere. Dann bestellen wir. Jetzt bestellen wir mal die Hosen. Dann holen wir uns auch noch Balloten-Merch. Immer Freedom Squad. Und dann noch irgendwie ein schönes Polo-Shirt, das ein Vollpiefarben wäre. Ja, zu meinem Banner passend. Fünf. Bei Paluten das Ding ja noch 5,20 kosten, können wir da gleich 20 holen. Bäm. So. Und wir brauchen das Mindestlager richtig dann, sobald wir da wirklich Ziel drin haben. Jetzt bestelle ich hier wieder nach den da. Ups. So, machen wir 10 draus. Hä? 10. Hallo. Drei. Und geht sich das aus? Nee. Bei dem einen haben wir ja eh fast nichts verkauft. Ich glaube, das war der. Dann bestellen wir mal. Und bei dem auch. Dann geht sich aus. Gut. Dann loggen wir uns aus. Gegen unseren neuen Tag. Steuern für was? Ja. Ich. Rüdi! Grüße! Eh richtig gehandelt. Notfalls sind sie halt dann leer. Kann man halt auch nichts machen. Grüß dir. Mich aufzufangen. Oh. Hatten wir aus. 43 Sachen. Das ist jetzt schon auf. Oh. Alles im Lager und jetzt können wir da wieder auffüllen. Das passt so. Da will ich. So, einmal so. Obwohl, das ist eins. Hä? Was? Drei ist jetzt da nachfüllt. Dann nehmen wir das Ordner einzeln nachfüllen. Und dann nehmen wir hier noch die Oberteile drauf. Was wird wieder? Ein neues Sortiment. Kommen Sie jetzt rein. Gehen ich nicht zur Kasse. Ja, hol dir was. Hosen. So, da hat er sie nichts. Ich habe Hosen. Anscheinend sieht das besser. Das könnte ich dringend gebrauchen. Ja, das finde ich auch. Und deshalb. Ich verstehe es nicht. Nur 31 Euro umgesetzt, das ist ja. Und die Hose habe ich nicht einmal. Das ist eine Idee, na komm. Lächerlich. Bleibst hier. Erzählen Sie mir mehr. Oh, zahlen gerne. Jetzt läuft es schon. Jetzt läuft es. 71. Let's go. Sprich, bin. Ja, es war. Geht ins Klo. So, schnell. Aber er kauft ja immerhin irgendetwas. Oh. 119, danke dir. 150, du bist auch ein Ehrengönner. 6,5 Stunden später. Jetzt will ich aber auch nichts mehr von denen haben, oder? Ah, leer.
Wunderbar. Also jetzt können Sie nur noch mal kaufen. Hier gibt man noch einen schönen Rabatt drauf. Rabatt N auf 15% vor Sale. Und Datum auch Rabatt. Und da geben wir es 0,10. Also ich muss da sagen, der Store läuft. VLP. Hier lachen's. Palutenmerch ist echt eine günstige Sache. Es hat auch GLP in seinen Videos erwähnt. Aber wie viel da jetzt noch hängen, das sehe ich nicht. Aber Feierabend. Dann ist nun für heute geschlossen. Letzter Kunde. Und der kauft ordentlich ein. Ui. 1600. Schön, schön, schön. Passt. Wir haben nichts, also können wir denn ins Büro gehen. Jetzt bestellen wir mal. Und zwar Ekelkleidung, Schuhe. Boah. Oh. Wie viel Money haben wir? Schön. Ich glaube, dann wird es Zeit für einen Mitarbeiter, wenn einer sich bewerben würde bei mir. Wie viel kostet eine Erweiterung in Sachen Ladefläche? Samt 588. Das wird gehen. Okay. Na, bis wenn der Laden halt groß ist. Gut, dann war's das mit diesem Video. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu lange, wenn ich schaue, dass ich es halbwegs kurz halte. Wenn ihr mehr von King of Retail sehen wollt, dann lasst auf alle Fälle ein Like da, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.